Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir sind jetzt beim Jacobs Anwesen bei der Giftspritze und versuchen die ein bisschen, beziehungsweise wir wollen ja so tun, als kann sie uns bezahlen. Und weil wir sind ja eine Hure, ne? Eine kleine Hure. Oh Mann. Allein dafür ist es leicht, sie zu töten. Genau rechtzeitig, Kammerjäger. Bitte, komm herein. Dim, dim, dim. Bei diesem Weib klingt sogar Gastfreundlichkeit unheimlich. Aber spiel ihr Spielchen mit, solange ich den Bühnensaal durchsuche. Ich bin gleich bei dir. Warte im Speisesaal auf mich und dann reden wir über dein Geld. Hure. Lalala. Hure. Okay. Die sollte echt mal Empfangszimmer. Ja, ich glaube, wir bekommen gleich hier volle Kanne aufs Maul. Beziehungsweise sie. Flup. Erhöht haftende Projektile um 55%. Das heißt, das macht zusammen, warte, 400, 600 Schaden ungefähr. Das behalten wir mal. Scheine am nach vorne gerechnet. Also das ist mit Schild zusammen. 5 Salve, nee. Beim Sniper ist das blöd. Das ist auch nicht so. 900. Das behalte ich. Nick. Gut, wo ist denn unsere... Ah, hier. Der macht 700 und der dann eben 600. Ja. Lässt er Mörsergeschosse herabregnen, die 700 Schaden machen. Ja, nee, dann behalte ich den und verkaufe den. Immer gerne, Kammerjäger. So, also ganz, ja. Die kann auf jeden Fall hier mal... Hat die keine Bediensteten? Die hier mal aufräumen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, Clayton, du wolltest mich sprechen? Clay reicht. Der alte Monty hat gerade ein großzügiges Angebot für die Jacobs Corporation bekommen. Er hat natürlich abgelehnt, aber ich dachte, du solltest wissen, dass es von Aurelia Hammerlock kam. Ah. Ich versichere dir, Jacobs ist dir ziemlich egal. Dabei geht es um mich. Da bin ich schon selbst drauf gekommen. Aber deine Schwester scheint nicht lange zu fackeln. Du kennst sie, Alistair. Ist das Ende oder der Anfang? Die Echse. Ich kann dir nicht folgen. Als wir noch Kinder waren, haben meine Schwester und ich eine super seltene Echse in dem Wald bei unserem Haus gefunden. Ein prächtiges Exemplar. Aurelia wollte sie als Haustier behalten, aber meine Schwester war noch nie gut darin, sagen wir mal, Leben zu kultivieren. Also habe ich die Echse heimlich gefüttert, obwohl sie darauf bestand, es sei ihr Haustier. Ich baute ein passendes Gehege mit natürlicher Vegetation, dem richtigen Verhältnis von Wasser und Sonnenlicht und natürlich genügend Futterquellen. Doch eines Tages fand ich die Echse tot darin liegen. Das Wasserniveau war viel zu hoch. Und da, wo sie verzweifelt nach Luft gerungen hatte, waren Kratzspuren im Glas. Und du hast ihr die Schuld dafür gegeben? Das habe ich, damals. Erst später wurde mir klar, was meine Schwester getan hatte. Sie hatte einen Eisblock in das Gehege eingelassen, der langsam geschmolzen war. So war die Echse gezwungen, immer höher zu klettern, bis es zu spät war. Wenn sie sie einfach hätte töten wollen, hätte sie es tun können. Aber das ist nicht ihre Art. Aurelia wollte, dass mir die Schuld gegeben würde. Nur gut, dass wir keine Echsen sind. Scharf beobachtet. Aber jetzt, ich frage mich, wie hoch das Wasser wohl schon gestiegen ist. Okay.
Alter. Das sieht ja voll hässlich aus. Naja, okay. So, dann schauen wir mal. Oh, hallo. Okay, 425, das auch. Vielleicht, ja, schauen wir mal, wie es so ist, eine Pistole zu benutzen. Aber momentan mag ich die MP5 hier am liebsten. Ja. Hi. Verdammt! Du solltest mal dein dummes Gesicht sehen. Der Kammerdieb! Wie abgemacht! Nicht schlecht, Baronin. Aber du schuldest uns einen Schlüssel. Ich arbeite gerade daran. Na, und ich will dich nicht stören. Ist schön, mit dir Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Das ist super. Oh, wir konnten uns ja noch nicht so richtig kennenlernen, was? Tai hat die meiste Zeit geredet. Sie ist speziell, was? Als wäre sie das Zentrum der Galaxis und der Rest von uns umkreist sie nur. Doch, das ändert sich. Sieh mich nur mal an. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Was ist das? Was ist das? Deine Sirene? Sie wusste nicht, was sie hatte. Mit dieser Kraft kann ich die Sterne vom Scheißhimmel holen. Weißt du, Tyrene will dich weiter mitspielen lassen. Ja, ein wenig Konkurrenz stachelt unsere Anhänger an. Aber ich steige aus. Nein, nicht mit mir. Keine Lust mehr auf Reste vom Tisch. Zieh deine Waffe, Abschaum! Hä? Ich bring dich um! Komm und hol mich, dreckiger Bastard! Neuer Plan. Du durchsuchst den Bühnensaal und ich lass dieses Rattengesicht hier herumlaufen wie einen Jabba, der in Flammen steht. Darum bin ich hier beigetreten. Kammerdiebe sind Tapfer. Ich spring mal wieder runter. Ich sehe totes Fleisch. Danke. Nächster. So. Alter, was geht mit denen jetzt ab? Na, du bist nicht da. Keine Rolle. Nee. Wo bin ich? Gestorben bei der Sache, die ich geliebt habe. Ja, das ist doch mal was. So. Gut, da glaube ich mal, dass sich die Geschwister gegenseitig töten. Kinder der Kammer, wacht endlich auf und fangt an zu schießen. Tötet den Kammerjäger. Hi. Ja. So. Hi. Viel Glück im nächsten Leben. Hast du was verloren? Nee. Natürlich nicht. Hier ist ein Ausrufezeichen. Dahinter. Wir haben hier eine Leiche, Wainwright. Aber das ist ja Baldrin.
unser Butler. Er wusste, wo alle Leichen begraben wurden. Und jetzt hat er sich ihnen wohl angeschlossen. Mein Vater hat ihn immer verdächtigt, unsere Gespräche aufzuzeichnen. Mal sehen, ob er auch sein eigenes Ende aufgezeichnet hat. So, dann schauen wir mal. Aha, die Statue da ist verwanzt. Die Aufnahmen werden sicher an den Safe da drüben weitergegeben. Er ist dreifach gesichert, also finde die drei Verschlüsse, um ihn zu öffnen. Dahinter ist doch... Achso, habe ich schon. Gut. Und den letzten. Gefeuert. Ich weiß, dass du mich ausspioniert hast, Baldrin. Aber bevor ich dich erschieße, sag mir, wo hat Montgomery Jacobs den Kammerschlüssel versteckt? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ihr meint, werte Baronin. Ich habe 4 Generationen in der Villa Jacobs ehrliche Dienste geleistet. Und ich beabsichtige dies auch weiter zu tun. Es sei denn, ihr wünscht, dass die ganze Welt erfährt von eurer Liaison mit... Leider ist das Einstellungsverfahren zurzeit auf Eis gelegt. Baldrin war auf seine Art ein loyaler Diener. Wenn er belastendes Material gegen Aurelia hatte, hätte er es dem übrigen Personal zur Verwahrung anvertraut. Sieh in den Dienstbotenzimmern nach. Aha. Dienstbotenzimmern. Da drüben. Ja, da muss ich ja eh hin. Nee. So. Hässlich. Oha. Jetzt sieht sie ja wirklich gruselig aus. Hey, Rattenjunge. Bist du nicht der, der immer an der Zitze seiner Schwester nuckeln muss, um zu überleben? Stirb im Dreck. Oha. cool. Komm und hol's dir. Schaden macht ihn wirklich. Wieso sollte ich weglaufen, ne? Oh. Der rasende Goliath. Wow. Hast du selbst gemacht? Uiuiui. Ich bin unsterblich. Ja, offensichtlich ja nicht. Oh, 25. Yeah, nice. Ja, ein bisschen Schaden macht es schon doch. Äh.
Was ist denn der jetzt? Hinter dir! Endlich meine Belohnung! Deine Belohnung? Aha! So. Ja, nice. In einer Minute hole ich dich näher. Okay. Oha, die hat er eine Schlampe genannt. Das ist ja voll gemein. Da kommen sie. Ah, cool, ja. Ja, das stimmt. So, wo ist denn der Goya? Na, ah, nee, das ist kein Goya. Na, Goyat. Da ist er. Denk an mich, wenn du nein. Muss ich denen eigentlich helfen? Nee, oder? Glaub nicht. Ich bin verdammt nochmal unbesiegbar! Mhm. Alter, wie viel das sind denn hier? Alter, wie... Was geht denn hier? Alter, ja, jetzt fall nicht so rum. Oh Mann, ich... Ah, doch. Ich dachte, der hätte jetzt das nicht gemacht. Verdammt. Naja. Viel habe ich ja nicht mehr gebraucht, ne? So, ich glaube... Ah, hier unten? Ja. Wow. Super. Diese verfluchte Harpie. Was ist das da? Ein Kündigungsschreiben. Hm. Sieht ganz nach Großreinemachen aus. Jeder, der lediglich die Kündigung bekam, kann nur durch die Kellertür hinausgegangen sein. Sieh nach, ob was zurückgelassen wurde. Alter. So, dann schauen wir mal. Ich bin ihn los. Kammerjäger, der Theaterbühnensaal ist da vorne. Weiter. Weiter. Ein fairer Preis für Seelenfrieden.
Die behalte ich mal. Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Marcus. Genau, dann kann ich meine Rüstung verkaufen. Du weißt, wo du mich findest. So. Hier eine Pistole. Hä? Warte mal. Nee. Ich hatte auch mal sowas. Dann... Ja, das ist ganz, ganz gut. Kauft man bei... Bei dir, ja, wunderbar. Gut. Was ist das? Bei wem hat... Waffen- und Modus-Wechsel besser. Das ist eigentlich auch ganz gut. Das ist eigentlich... Das ist auch cool. Weil dann... Ich baller ja die ganze Zeit rum. Feuert Krypto-Geschosse ab, welches Hitzezunahme und Treibstoffverlust reduziert, aber auch weniger Schaden macht. Verursacht mehr Schaden. Sprinten und Schießen. Feuerrate erhält Aufhängungsschaden. Und das da verringert den Treibstoffverlust. Außerdem wird die Geschwindigkeit erhöht, wenn der Fallwind Salamander Schaden zugeführt wurde. Treibstoffverbrauch ist natürlich geil. Also wenn das weniger ist. Aber ja, das habe ich ja noch nicht. Gelernt. Aber wieso? Ach so. Weil das nur mit Salamander geht. Ich probiere mal den Salamander aus. Also den Flammenwerfer. Ey. Wow. Bing. So. Ah, schon wieder. Nochmal. 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 Ah, naja. Nochmal. Nochmal. Ich mach nur noch einmal. Hui. Alter. Der hat mich halt trotzdem noch erreicht. So. Gut. Dann eben nicht. Oh. Hey, Kammerdieb. Willst du sehen, was deine tote Sirenenfreundin nicht geschafft hat? Ja, spüre, wie dich meine Kraft durchströmt. Sick burn, Bro.
Warum hätte das die Maya machen sollen? Hä? Alter, ist das gemein. Wollen wir mal sehen, wie... Nein, du bist nicht feuerresistent, ne? Meine Waffe sehnt sich nach deinem Blut. Okay, ist schon ein bisschen geil. Vollautomatisch. Und vollautomatisch, ja, okay. Gibt Geld. Gibt auch Geld. Warte, was für, hat die Chance von 30% keine Munition zu verbrauchen. Ist natürlich geil. Vor allem ist auch cool, ich habe ja auch den Skill jetzt, dass ich bei kritischen Treffern Munition wiederbekomme. Und das ist halt richtig geil, wenn es dann irgendwie... Am Schluss, wenn ich dann keine Munition verbrauche. Also mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Aber das wäre schon nice. So. Wohin müssen wir denn? An meinem ersten Abend dort haben mich Monty und seine Frau zu einer Show namens Katzengold in ihrem Haus eingeladen. Es ging um einen König, der ein uraltes Artefakt der Macht findet und versucht, die Welt zu erobern. Am Ende geht das Königreich in Flammen auf und der König verliert seinen Kopf. War wohl kein Zufall, dass Monty mir das Stück zeigen wollte. Und ich dachte, sei besser vorsichtig, Teufel. Monty ist in Ordnung, aber ein lächelnder Tiger ist immer noch ein Tiger. 2 Titanen ihres jeweiligen Gebiets treffen sich auf Eden 6, um eine Kammer zu finden. Ist das nicht fesselnd? Oh ja, die Beute. Viel Spaß damit. Der Entriegelungsmechanismus ist in den Voreinstellungen der Bühne verborgen. Such nach Hinweisen, welche Requisiten wir brauchen. Hä? Warte, ich mach mal hier wieder die Hauptquest. Okay.
Hintergrund kann ich noch verändern. Und die zwei. Okay. Also ich könnte das da machen. Ich könnte auch das da machen. Warte mal. Was hat der Ding? An meinem ersten Abend dort haben mich Monty und seine Frau zu einer Show namens Katzengold in ihrem Haus eingeladen. Katzengold. Es ging um einen König, der ein uraltes Artefakt der Macht findet und versucht, die Welt zu erobern. Am Ende geht das Königreich in Flammen auf und der König verliert seinen Kopf. War wohl kein Zufall, dass Monty mir das Stück zeigen wollte. Und ich dachte, sei besser vorsichtig, Teufel. Monty ist in Ordnung, aber ein lächelnder Tiger ist immer noch ein Tiger. Katzengold. Ich versuche mal, den da zu machen. Okay, das ist im Hintergrund. Ich glaube, das da. Und dann den da. Du hast es geschafft. Die Falke auf der Bühne führt direkt zum Arbeitszimmer meines Vaters. Beeil dich, du musst es durchsuchen. Easy. So. Gut, dass das niemand spielen wollte, ne? Nach was suche ich hier unten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Vater sagte, er habe alle seine Aufzeichnungen dort unten aufbewahrt. Such nach etwas Aufzeichnungsähnlichem. Aufzeichnungsähnlichem. Cool. Ich will auch so ein geheimes Zimmer haben. Ein Geheimraum im Geheimraum. Krass. Natürlich. Mit Aufzeichnungen meinte er seine Platten. Diese Scheibe ist so alt wie die Jacobs Corporation selbst. Und ich habe den einzigen Ligno-Plattenspieler im System. Wenn er mir eine Nachricht hinterlassen wollte, ist sie da drauf. Bring sie zurück zum Jagdhaus, Kammerjäger. Alles klärchen. Bin auf dem Weg zurück zu dir. Alter, wie viele Waffen hier sind. So, jetzt schaue ich mal kurz. Hier muss ich, glaube ich, raus. Ah, aber hier auch, okay. Du willst schon wieder weg? Nun gut. Aber eins will ich dir noch sagen. Du bedeutest mir nichts. Also habe ich dich an die Kalypsos verkauft. Nur damit du es weißt. Ich hole mir den Kammerschlüssel, weil ich reich bin. Und reiche Leute bekommen, was sie wollen. Was hat die immer mit ihren, weil ich reich bin? Oh, hier ist auch jemand tot. Nein. Was? Nein? Hä? Wow. Bester Kommentar ever. Hi. Alter, warte mal. Für dich. Die schlucken ja ziemlich viel, ne?
Warte, ich ändere mal das wieder mit dem da. Ich glaube, Elemental macht denen mehr Schaden. Ah, naja. Ja, ein bisschen, glaube ich. So. Nein. Hä? Wieso sag ich da immer nein? Ach so, vielleicht sind es nicht die richtigen Dinge. Dann mal nach hinten. Die greifen mich ja nicht an. Sorry, hey. Volles Glas hatte. Such sie. Vielleicht weiß sie, wo das Material versteckt ist. Der spuckt ja Feuer. Was geht denn bei dem? Schnell ins Wasser. der hält nicht so viel aus wie die. Wo bist du hin? Wie die Kleinen. Alter, wie ist denn nach hinten geschmeißt? Wollt ihr mich verarschen? Was ist los bei euch? Zeit für eine Kerbe. Ich nehme die mal auf. Ich finde es cool, dass die anfängt zu glühen. Also bei Dauerfeuer. Was auch sehr realistisch ist. Gut. Ich schau mal da kurz rein. Weil die ist ja benutzbar. Nicht so gut. Nicht so gut. Besser. Und Mörser. Brand und Schock. Nahkampfangriff. Zurück. Ist nice. Und nur 100 weniger als ich hab. Ich nehm den da. Schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt schauen wir mal. Finde Claire, genau. Wo die Claire ist. Also erst, wir spielen schon wieder viel zu lang. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.